Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu Haleyborn und heute werden wir mal dieses Prachtstück ausprobieren. Ich glaube, das ist sowas in der Art wie ein Sikorsky und der sieht so richtig mächtig aus. Und dieses Mal auch hier im Vietnam. Die Bewaffnung ist auch okay. Hinten sein MG, da freut er sich, dass er hinten sitzt. Und ja, hier noch ein paar Raketen und Gelenk natürlich. Und dann geht's los. Wir sind hier fast allein auf dem Server und deswegen können wir uns ja schön ausbreiten und die Base hier einnehmen. Gucken wir mal, ist hier irgendwo... Oh nein, es sind hier noch Feinde. Oje, oje. Das Problem hier in Vietnam ist... Vietnam, Afghanistan. Mann, das sieht man doch, dass hier überall sehr, sehr hohe Berge sind und ja, doch ein bisschen gefährlich, ne, für mich. So. Da vorne ist ein Hubschrauber. Da ist ein Russe. Oh je, ich muss abdrehen. An der Seite ist er auch bewaffnet. Und jetzt wollen wir schön gemütlich mal gucken, ob wir hier landen können. Ohne Probleme. In den afghanischen Bergen. Eieiei, zu schnell. Komm. Braucht auf jeden Fall. Das ist wirklich wie so ein Schlachtschiff. Aber enorm geil, ne? So, raus mit euch, Jungs. Und dann noch zwei Stinger-Leute hinterher. Und ich denke mal nicht, dass wir da viel Erfolg haben, wenn wir mit diesem Hubschrauber ins Gefecht ziehen. Da ist der Black Hawk. Der macht wahrscheinlich seine Sache da doch sehr gut. Dann brauchen wir nicht weiter. Wir werden auf jeden Fall jetzt nach unten gehen und versuchen so tief wie möglich. Da haben wir die nächste Position, die wir jetzt anfliegen. Und hört sich vom Sound her auch sehr cool an. Eieieiei. Und da wäre ich beschossen, oder? Wäre ich beschossen? Ist hier ein Feind? Nee, sind meine Leute. Die mich beschützen, sollten sie auch machen. So, 16 Leute habe ich noch. Und dann geht's ab ins Tal der Toten. Ey, nicht so doll mit den Rotorblättern. Und da ist das Problem. Da kommt feindliches Flugzeug. Ich bin natürlich ein gefundenes Fressen. Ach, da ist er weg. Da hat Maximus es nicht geschafft. Wir können noch mal gucken. Das war eigentlich ein... Ja, Sikorsky ist das, ne? Sikorsky 47. Und da werden wir jetzt mal die andere Version nehmen. Hat auf jeden Fall auch eine 40 mm Kanone und ein paar Raketen. Starten wir das Ding einfach mal. Und die Kanone ist hier vorne dran, ne? An der Seite noch Kanonen. Oh, der ist aber schön bewaffnet. Der gefällt mir noch viel mehr. Dann geht's los. Ab ins Gefecht. Schauen wir an. Auf jeden Fall sollten, wenn man sowas spielt, und das als Team, mindestens 2-3 Leute da sein, wenn ich jetzt sowas hier fliege und alles bewache oder den Transport quasi, den Nachschub an Truppen ins Gefecht führe, sollten mindestens ein paar Leute am Start sein, die mich denn hier unterstützen. Und hier sind welche. Da kommt der nächste an und ich bin natürlich das erste Ziel, was man überhaupt angreift. Ich sollte eigentlich nicht ins Gefecht gehen. Aber ich habe es probiert. Ich hoffe, dass die jetzt den ablenken. Es sind 2 Kampfhubschrauber hier am Start. Ja, also macht mal. Und ich will hier abladen. Und ich werde auch ein bisschen mehr... Komm. Das dauert natürlich eine Weile. So, alles klar. Weiter. Wir haben alles erstmal hier wieder unter Kontrolle. Oh, schön. Afghanistan. Mujahideen. Von den, ja, Fahrzeugen kann man durchaus sagen, dass es denn
Nein, 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 nein. Ach, na, ich bin auf jeden Fall ein großes Ziel und die 40 mm Kanone ist nicht optimal. Ich sollte nächstes Mal die Rockets nehmen. Und hier, wir werden uns hier an den Apache ranklammern. Aber der ist wahrscheinlich zu schnell. Ja. Victory, wir haben gewonnen. Soll es eigentlich sein, ne? Die paar Minuten hier haben wir da gut gemacht. Passt eigentlich ganz gut. Schön machen wir das. Ja, mit den Worten macht der Maximus einen Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.